Darf ich jetzt auch die anderen Vortragenden nochmal herausbitten, wobei ich den Jonathan bitte, hier Platz zu nehmen aus Mikrofon-Sharing-Gründen und die anderen da anzuschließen. Und sich, wir haben leider Engpässe. Genau, du hast das Mikrofon und euch drei bitte ich euch, dieses Mikrofon zu teilen und beisammen zu sitzen. Ja, danke fürs lange und geduldige und interessierte Zuhören. Jetzt sind Sie, seid ihr an der Reihe mit euren Inputs, euren Fragen. Robert Korab möchte ich auch begrüßen, ein Vortragender des letzten oder vorletzten Jahres. Genau. Ja, gibt es Fragen von Ihrer, eurer Seite? Bitte, Robert. Also genau, machen wir mit Saalmikro, damit wir vom Livestream... Genau, super. Wir sind ja in Österreich immer soziale Vorreiter im Wohnbau, du hast das eh schon gesagt vorher. Und wir sind aber in der Programmatik extrem konservativ. Und das, was ich merke an den Schweizer Genossenschaften, wir haben auch eine, die Ute und ich, wir haben ja auch eine kleine Genossenschaft gegründet, die Wogen, für Wohnprojekte, die auch versucht, solche unkonventionellen Herangehensweisen zu finden. Aber was uns total unterscheidet von der Schweiz, und ich habe eure Projekte schon gesehen, nicht die neuen, aber die alten, ist die extreme Radikalität, finde ich. Also da ist eine extrem radikale Haltung, was zum Beispiel diese Frage des zustehenden Wohnraums, dieser Verkleinerung, die Clusterkonzepte, das sind lauter soziale Konzepte eigentlich, die in eine fast Revolution des Wohnungswesens gehen, die man in Österreich nicht wagt. Auch nicht, wenn so wie wir ein bisschen sozusagen mehr an der Front steht. Das trauen wir uns nicht. Wir sind sehr konventionell in unseren Bespielungen. Nicht ganz, aber doch relativ. Wie schafft ihr das? Ich meine, ihr habt am Hunziker-Areal sind, glaube ich, 55 Genossenschaften beteiligt. Die machen da alle mit sozusagen. Ihr macht es Allmende, ihr macht die Partizipation. Einen mehr, die anderen weniger. Bitte? Ja, ich weiß nicht, wie gelingt das? Also ich bewundere, ich schaue da hin und denke mir, Wahnsinn, was ihr an Herausforderungen habt, an die Gesellschaft, was ihr verlangt, wo ihr sagt, wir müssen woanders hin, wir müssen weniger CO2 verbrauchen, klimagerechter, wir brauchen weniger Wohnraum. Also dieses ganze Utopische, das da drinnen steckt, das ist wirklich bewundernswert in der Schweiz. Wir schauen ja schon seit langer Zeit hin. Aber ich frage mich dann von außen immer, wie macht ihr das? Ist das eine kleine Nische oder geht das, weil ihr mehr Geld zum Bauen habt und weil die Mieten sehr hoch sind, was sicherlich ein Unterschied ist zu Österreich, im gemeinnützigen Wohnbau zum Beispiel, ja? Wie funktioniert das? Ich sage als Bewunderer, ich kann es nicht. Eine Frage, auf die sicher auch mehrere Antworten möglich sind. Magst du beginnen, Claudia? Ja, also ich glaube, was sicher hilft, ist diese Tradition, oder? Also wir fangen ja nicht bei Null an, sondern wir bauen auf das auf, was jetzt seit 100 Jahren Genossenschaften schon tun. Das heißt zum Beispiel eine Hürde Finanzierung. Das höre ich in Deutschland oft, weißt du vielleicht besser, Andreas oder andere. Ja, wir haben ja gar nicht genug Geld, wir kriegen das nicht zusammen. Oder, also das ist in der Schweiz in der Regel kein Problem, wenn man an Land kommt. ein Projekt zu stemmen, eben auch mehr als Wohnen, 195 Millionen für das erste Projekt, das ist zwar ein Kraftakt, aber es geht. Und es geht, weil wir gut vernetzt sind und uns unterstützen und auch begreifen, dass wir uns austauschen müssen und eben gegenseitig helfen und nicht so ein Konkurrenzdenken vielleicht stattfindet auf allen Ebenen. Und das andere ist vielleicht dann wirklich, dass wir zum Teil auch überzeugt sind, es muss sich was ändern. Also das hat ja auch persönliche Komponenten. Wir wissen ja selber, wie wir wohnen wollen. Also ich wohne ja auch nicht in einer Kleinfamilie, sondern wohne so, wie ich meine privaten Beziehungen auch lebe. Und dann brauche ich dazu den passenden Wohnraum. Und ich glaube, es sind die beiden Komponenten, oder? Dass man überzeugt ist von dem, weil das auch weil das Genossenschaftsmodell wirklich einfach überzeugend ist, wie das Andreas vorhin deutlich auch erklärt hat oder schön erklärt hat. Und gleichzeitig diese Tradition, die vieles halt erleichtert, weil man einfach aufbauend auf Erfahrungen weitermachen kann. Gerne, Andreas. Ich würde gerne noch den Aspekt, der auch an verschiedenen Stellen kam, über Regulation noch ergänzen, weil ich glaube, das ist auch ein Schlüssel. Also wenn wir in der Schweiz wir unterscheiden Förderung und Subvention, oder? Das ist ganz, ganz zentral. Also der Wohnungsbau wird
gefördert im Sinne von Land zur Verfügung stellen. Es gibt auch Hilfen, dass du mit wenig Eigenkapital als junge Genossenschaft bauen kannst. Das ist aber ein Kredit, der aktuell sogar zu höheren Zinsen vergeben wird, als wenn ich einen Bankkredit haben würde. Und was ihr Förderung nennt, das gibt es praktisch nicht. Also, dass ich vom Staat Geld bekomme, dass ich eine Wohnung baue, das gibt es nur für das ganz schmale Segment des sozialen Wohnungsbaus. Häufig ist das aber auch nur eine Übergangslösung in Neubauprojekten. Zum Beispiel bei Mehrhauswohnen, Neubau immer ein bisschen teurer, hat die Stadt gesagt, ihr müsst da 20% sozialen Wohnungsbau machen. Die hat uns quasi dazu gezwungen. Und das wird auch nach 25 Jahren abgelöst, wird aber nachher nicht als Eigentumswohnung verhökert, sondern ist dann halt einfach sowieso so günstig wie die anderen Wohnungen links und rechts auch. Und weil es diese Förderung nicht gibt, muss der Staat dir auch nicht immer so ganz genau auf die Finger schauen. Also das ist ja die Gegenseite, oder? Also die Regularien, ich kenne es jetzt, ich erlebe es jetzt halt ein bisschen auch in Deutschland, diese 14 Quadratmeter, die kommen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz von 2014, weil man gesagt hat, ein Zimmer muss mit einem Rollstuhl befahrbar sein. Das ist im Einzelfall ein Problem. Aber den quasi pädagogischen Unfug, den deutsche und österreichische Sozialwohnungsmodelle mit sich bringen. Du hast gefälligst so zu wohnen und dir steht in der Sozialwohnung nur so viel Fläche zur Verfügung und solche Dinge. Den haben wir aus einem gewissen Liberalismus heraus nicht. Das finde ich ganz wichtig im Verständnis. Also wir werden weniger gefördert, dürfen dafür aber mehr machen. Und der zweite Punkt, es gibt so etwas wie einen gewissen Pragmatismus. Vielleicht hängt es auch zusammen. Ich meine, wir haben diese Feuerpolizeidiskussion geführt. Also irgendwann findest du heraus, dass es ja gar nicht so richtig irgendwo steht, was eine Wohnung ist, oder in den Gesetzen. Also es gibt zwar nur Förderung bis 6 Zimmer maximal, aber steht nirgendwo, dass man nicht auch 7 oder 8 oder 10 machen darf. Und dann gab es dann so lustige Diskussionen. Ja, wisst ihr aber, diese Wohnung ist ja dann auch eine feuerpolizeiliche Einheit und wenn da irgendwelche Leute, die nicht miteinander verwandt sind, zusammenwohnen, dann weiß ja die Mutter nicht, ob alle schon geflohen sind. Also da kommst du in total spannende Diskussionen rein. Da muss man dann mal kurz sagen, dass es die eine oder andere Villa am Zürichsee gibt mit 550 Quadratmeter Wohnfläche und 3 Bediensteten, wo das vielleicht auch nicht so ganz funktioniert. Und dann gibt es aber sofort eine Kommission, gab es dann, oder auf Bundesebene, wo man gesagt hat, da kommt jetzt etwas Neues auf uns zu, wir wissen noch nicht genau, was es ist. Also, wenn irgendein Gesuch mit so einer Wohnung kommt, dann ist das ein Experiment. Und das ist dann auch wieder okay, oder? Also, man sucht da irgendwie so pragmatische Lösungen. Irgendwann wurden die nervös, weil sie gemerkt haben, das sind nicht nur die einen Spinner in Zürich, sondern da macht jetzt jeder in Europa irgendwie Clusterwohnungen. Dann hat man es ein bisschen verschärft, es darf keine Herdplatte mehr haben im Cluster und solche Dinge, oder? Aber es gibt so eine Art Pragmatismus, den ich im Guten und im Schlechten, muss man auch sagen, also ihr habt viel mehr Unterstützung, den ich in den stark regulierten sozialdemokratischen Wohnungsbausystemen, um es mal so zu sagen, der da vielleicht gar nicht mehr geht. Vielleicht wäre das dann auch mal eine Frage. Das war ja auch meine Provokation am Anfang. Wenn wir mal sagen, wir reden gar nicht mehr über Wohnungsbau, was passiert dann? Also vielleicht darf ich zu deiner Frage, Robert, noch einen Gedanken anfügen, der eher Richtung gesellschaftliche oder kulturelle Erklärung geht und da möchte ich eigentlich mit einem Ausspruch von dir beginnen, den du beim Filminterview vor 8 oder 10 Jahren einmal gemacht hast, wo du gesagt hast, in Österreich haben wir 2 Typen von Bewohnern. Der eine ist der private Einfamilienhauseigentümer, der sagt, das ist meins, das mache ich mir selber und ihr bleibt alle draußen. Und es gibt sozusagen den Städter, der eigentlich keine Verantwortung vor seiner Wohnungstür sieht und sagt, macht's mir den Park, rammt's mir den Müll weg und stützt mir eine Parkbankel auf. Und dazwischen gibt es wenig. Und ich glaube, dass wir nach wie vor im Grunde, wir Österreicher alle, eher in diese Richtung gestrickt sind, entweder oder, und so dieses Dazwischen bei uns nicht zu vertreten ist. Und ich bin jetzt kein intimer Schweiz-Kenner, da könnt ihr viel besser urteilen drüber, aber ich glaube, dass es in der Schweiz einen höheren Anteil an Menschen gibt, die so etwas wie eine
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft empfinden und das auch leben. Ja? Alleine, dass ihr eine 2000-Watt-Gesellschaft in der Diskussion habt, wir reden zwar von Klimaschutz, aber dass wir uns auf irgendwelche Grenzwerte oder Zielwerte, das ist mir zu verbindlich, da müssen wir mal was machen. Ja? Alleine, wenn wir die Differenz zwischen 6000 und 2000 Watt sehen, wird uns so schlecht, da wollen wir lieber nicht näher nachschauen. Ja? Und eben alleine, wenn man sich anschaut, wie viele Mitglieder hat bei euch das Carsharing, die Carsharing-Genossenschaft wiederum, Mobility, wie viel sind das? Das sind zigtausende in der ganzen Schweiz oder sogar hunderttausende. Ja? Also es ist ein Vielfaches von denen, und da haben Österreich und Schweiz durchaus Vergleichswerte, die sagen, wenn ich will, dass sich was ändert, dann muss ich auf mein privates Auto verzichten und ich wäre Mobility-Genossenschafter. Ja? Also ich glaube, dass wir da einfach auch kulturelle Differenzen haben, die du nicht zuletzt eh schon öfter auch angesprochen hast, die dafür verantwortlich sind, dass wir da weniger wagen. Weitere Fragen? Bitteschön. Ja, ich habe zwei Fragen speziell auf das Thema Gewerbe. Das ist in fast allen Projekten vorgekommen. Da ist für mich die Frage, ob es da ein unterschiedliches Genossenschaftsrecht zwischen Österreich und der Schweiz gibt. Weil wenn ich jetzt gerade an die Stadt Wien denke, die ja sehr erfolgreich unter Anführungszeichen das Gewerbe aus der Stadt vertrieben hat, sprich Installateur, Tischler, Zimmerer gibt es nicht mehr, weil man die nicht haben will, offensichtlich. Dafür fährt jetzt ganz Österreich nach Wien zum Häuser bauen. Und an das denkt ihr in euren Projekten. Darum ist für mich die Frage, ist es bei euch im Auftrag drinnen? Ist das genossenschaftsrechtlich überhaupt möglich? Und war das schon immer so oder ist es auch ein Umdenken, das in der Schweiz schon seit Längerem vorangeht? Wer kann nun mal antworten? Ich kann die Frage ganz technisch und kurz beantworten. Also man darf Gewerbe machen, es gibt keine gesetzlichen Limiten. Ich weiß zum Beispiel, in Deutschland sind es 10%, darüber kriegst du ein Problem, auch mehrwertsteuerabrechnungstechnisch und so. Bei uns wird der Gewerbeteil einfach rausgerechnet. Also du hast den Wohnteil und der muss, vor allem eben wenn du dann noch sozialen Wohnungsbau machst, gewissen Limiten, auch Kostenlimiten und Größenlimiten und so entsprechen. Und das Gewerbe ist einfach ein eigener Teil. Darf ich aber in der gleichen Genossenschaft bewirtschaften? Die Grenze kommt eher bei der Finanzierung von den Banken, dass wenn der Gewerbeanteil, der Unvermietete, sage ich jetzt mal, in so kleinen Atelierstrukturen und so, wenn der dann irgendwo über 20% wächst, und da kann dann vielleicht der Jonathan weitermachen, dann kriegst du ein Problem, weil du nicht mehr einfach ein Standardwohnprojekt bist. Aber gesetzlich gibt es diese Limiten, teilweise im Steuerrecht ein bisschen, aber eigentlich nicht als harte Grenze. Aber in den gezeigten Projekten waren die Gewerbenutzungen schon, also sozusagen freiwillig, jetzt gerade im Zwicky Süd oder im Mehrheitswohnen, im Hunziker-Area, war wie klar, das ist an einem Ort, der ist nicht zentral, da hat es keine Quartierinfrastruktur, da braucht es mehr Angebote als Wohnen. Und eben auch als Stadtentwicklerin muss man das anbieten. Mit allen Konsequenzen, der Mehraufwand, die schwierigere Vermietung, die Hürden bei der Finanzierung, aber das nimmt man dann halt in Kauf. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Die Forderung an die Wohnbauschaffenden, macht es mehr Gewerbeflächen, macht es mehr Handelsflächen, ist ein frommer Wunsch, der fast unfair ist angesichts dessen, was wir im Bereich Stadtentwicklungspolitik über Jahrzehnte verschuldet haben. Also nicht wir, sondern die Stadtentwicklungspolitik. Ja? Nämlich, dass im Grunde die Charta von Athen ab den 80er Jahren umgesetzt haben. Die funktionsgetrennte, entmischte Stadt mit Gewerbe draußen auf der grünen Wiese. Also solange wir da nicht rückbauen, ist es ein frommer Wunsch an die Wohnbauträger zu sagen, macht's vitale Erdgeschosse. Auch bestehende Gewerbeflächen, die ja vorhanden sind, bevor wir jetzt, ich denke jetzt an die ganzen Viertel, die rund um Bahnhöfe entstehen oder auch in Wien, das ehemalige Rachow-Wien-Areal, das ist seit 150 Jahren ein Produktionsstandort und dort entsteht 100% Wohnbau. Wieder kein Gewerbe und dann sprechen wir vom Facharbeitermangel. Wo sollen denn die arbeiten? Na gut, die Stadt Zürich hat es ja auf dem Kochareal anders gemacht. Die hat ein Drittel der Baufelder als Gewerbestandort, produktives Gewerbe. Wobei das geht jetzt an einen Investor, der verkauft das Gebäude nachher. Das ist nicht gemeinnützig, keine Kostenmiete. Also da ist dann die Frage, wie langfristig günstig das ist. Es gäbe Modelle, ich bin selber Präsidentin, wo mein Büro ist, von einer Gewerbegenossenschaft, die eine Mitgliedergenossenschaft ist,
und die günstigen Gewerberaum erhält. Also die Modelle gäbe es, aber da ist die Stadt Zürich noch nicht so weit im Denken. Aber dieses produktive Gewerbe in der Stadt ist, ich glaube, gerade ein ziemlich großes Thema, auch in Wien und in anderen Städten. Man hat, glaube ich, da noch nicht so die Mechanismen wie im Wohnungsbau. Was ab und zu kommt, aber auch noch nicht, glaube ich, in dem Maße, wie es müsste, ist, dass man wenigstens Erdgeschoss nutzungsflexibel denkt. Also so vorsieht, dass man wechseln könnte zwischen Wohnen und oder Gewerbe und oder Dienstleistungen. Also vielleicht ist es ja nicht gerade produzierendes Gewerbe. Aber deswegen hört man ja immer wieder so Ateliergeschichten, einfach, dass man die Strukturen vorsieht, dass man entsprechend reagieren kann, wenn es dann nicht klappt oder wenn es später mal sich von dem Umfeld ändert und dann doch Gewerbe attraktiver ist. Wenn man die Forderung von Andreas Hofer baut keine Wohnbauten mehr weiter also, oder zu Ende denkt, dann heißt es auch, wir dürfen eigentlich keine Bürobauten mehr bauen, weil diese Trennung ist ja die absurdeste. Ja? Dass wir monofunktionale Bürotürme bauen, die null Auswirkungen auf die Wohnumfeldqualität hätten, wenn sie mit Wohnungen vermischt werden würden. Und wir bauen nach wie vor ganze Quartiere nur für Büronutzungen. Weitere Fragen? Norbert. Ich habe schon vorhin einmal dem einen oder anderen erzählt, dass wir gerade so ein internationales Gutachterplanerverfahren machen, wo auch zwei Schweizer Büros dabei sind und wo wir ganz erstaunt sind, wie Stellplatzregelungen, bei euch heißt das, glaube ich, Parkplatzregelung in der Schweiz gehandhabt werden. Wir haben trotz aller Bemühungen, klimagerecht und nachhaltig zu bauen, immer furchtbare Vorschriften, was Stellplatzverpflichtungen betrifft. Das geht in ländlichen Bereichen bis 2 Stellplätze pro Wohneinheit und Ähnliches. Wir waren überrascht, dass in Biel scheinbar nur 0,2 verlangt werden oder so. Ich sehe, weil zuerst die Debatte war, ich glaube schon, dass die Bevölkerung in der Schweiz ein bisschen anders tickt als wir in Österreich. Die stimmen ununterbrochen über Sachen ab und sind einen anderen demokratischen Umgang und Handlungs. Ich weiß auch aus der Zeit, wie ich Bahnhöfe gebaut habe, dass die Schweizer einen ganz anderen Bezug zu öffentlichen Verkehrssystemen haben und die also auch in einer Art benutzen, wie wir es noch nicht kennen. Aber offensichtlich auch gegenüber dem Auto viel radikaler auftreten können, als sich das bei uns die Politiker trauen. Also das ist zum Teil schlimm. Je nachdem, wenn ein bisschen Grün ist, Grüne in der Stadtregierung sind, dann kommt man mal wenigstens unter die 1,0 herunter. Aber sonst sind wir gewohnt, dass wir sogar da und dort 2 Stellplätze plus Besucherstellplätze nachweisen müssen. Das ist natürlich alles vom grünen Fußabdruck unserer Gebäude konterkariert, wenn man in der Weise dann den Autoverkehr fördert. Ist das generell so, dass man sich in der Schweiz mit der Mobilität da intensiver gegen die Autos wendet, um das einmal noch einmal aufzufragen, was du gesagt hast, wo kommt die, oder der Freund Korab, wo kommt die Radikalität in den Sachen her? Ist das so genetisch schon mitgegeben? Oder schön wär's. Sie kennen die SUV-Dichte in Zürich nicht so gut. Aber ich habe zum Beispiel schon bewundert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat es ja auch in Zürich eine Abstimmung über die 2000-Watt-Gesellschaft gegeben, die mit Mehrheit auch so beschlossen worden ist. Also das sind schon mutige demokratische Ereignisse. Ja. Vielleicht darf ich diese Frage an den Nathanael weitergeben, da du ja, glaube ich, oder du, da ihr ja die unter Anführungszeichen konventionellste Bewohnerschaft, wahrscheinlich auch was das Mobilitätsverhalten betrifft, habt. Wie ist das Verhältnis von, in eurem Fall wahrscheinlich durchschnittlichen Schweizerinnen und Schweizer, zu dieser Tonne Stahl, die wir glauben, für unsere Fortbewegung zu brauchen? Jetzt, danke. Wenn wir jeweils die Jahresrechnung ansehen, der größte Leerstand in finanzieller Hinsicht sind auch bei uns die Parkplätze. Also das hat sich wirklich in der Stadt verändert. Aber es ist eine regionale Fragestellung. Ich bin jetzt mit einem anderen Wohnbauträger in Pratteln bei Basel, das ist aber Kanton Basel-Land, entwickeln wir etwas. Und das ist ein Riesenkampf und den können wir nicht wirklich gewinnen, um die Reduktion der Parkplätze und dann noch die Reduktion der Besucherparkplätze, weil die können je nach Lage auch ausufern, wo man keine Ahnung hat, wie viele Besucher man täglich da haben muss für solche Parkplätze. Das ist so das eine. Fragen, bei wie vielen Stellplätzen seid ihr da in Pratteln? Pratteln ist das Vösendorf von Basel. Ja, also eine hässliche Gewerbe- und Wohnmelange
autoaffin. Aber wo, wie viele Stellplätze werden da pro Wohneinheit vorgesehen? Ich glaube so um eins. Um eins das auch. Versuchen wir jetzt auf 0,6 zu drücken. Aber auf 0? 0,6. Auf 0,6? Okay. Aber zum Beispiel, Claudia hat ja vorhin gesagt, Oberwinterthur, das ist nicht Zürich in Sachen Vermietung. Und wenn man dann hört, warum die Leute nicht kommen, dann ist kein Abstellplatz, doch für ganze Gruppen ein Thema, wieso, dass sie nicht kommen. Also das gibt es auch in der vorbildlichen Schweiz durchaus, vielleicht einfach auf einem anderen Niveau und in den Städten wie Zürich ganz klar, da ist es stark reduziert. Wird aber nicht gefördert. Also wenn man wirklich autofrei bauen muss, dann hat man viele Auflagen und muss da viel bringen. Das, man muss sich das quasi erkämpfen auch ein bisschen. Also wir arbeiten jetzt im Zollhaus ein wahnsinniges, aufwendiges Mobilitätskonzept, weil es ist eine autofreie Siedlung. Da darf niemand ein Auto besitzen, was neben dem nicht vorhandenen Balkon der häufigste Absagegrund oder Nicht-Interessengrund ist für die Wohnungen. Aber das Mobilitätskonzept ist Mobility-Abos, die wir einfach als Genossenschaft haben. Das sind Lasten-Velos, das ist eine halb institutionalisierte Werkstatt, Velo-Werkstatt, die wir haben werden und so weiter und so weiter. Alles in langen Prozessen, die uns dann überhaupt erst erlauben, wirklich auf Null zu gehen. Na, das ist wichtig, oder? Das ist eigentlich kein Verzicht, sondern das ist die Chance für ein ganz anderes Mobilitätsangebot. Und so haben wir das im Hunziker verkauft, so ist es in den Kraftwerkssiedlungen. Und ich glaube, das braucht auch ein Umdenken, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber eigentlich ist es eine Riesenchance. Man kann für jede Strecke, die man in der Stadt zurücklegt, das passende Gefährt nutzen, weil es vorhanden ist. Man muss sich einfach mit den anderen teilen. Weitere Fragen? Bitte schön. Ja, danke. Mich würde interessieren, wie die Schnittstelle zur Kultur ausgestaltet werden kann, damit das gut bespielt wird, diese Flächen für kulturelle Veranstaltungen, oder wie soll man sich das vorstellen? Vom Thema Kultur würde ich jetzt mal den Philipp Klaus bitten. Ja, das ist auch wiederum nicht so ganz einfach zu beantworten. Überall, wo die Stadt Zürich zum Beispiel die Finger im Spiel hat, sei es bei einem Baurecht oder wenn Gelder bestimmte von einer bestimmten städtischen Stelle aufnimmt, dann kommt zum Beispiel Kunst und Bau zum Zug. Das heißt Kunst und Bau, und dann muss theoretisch 1% der Bausumme muss in Kunst investiert werden. Und das ist nicht unerheblich. Man kann es auch ein bisschen runterhandeln. Bei einer Bausumme von 83 Millionen im Koch-Areal, ja, 1% ist einfach sehr viel Geld, das wir dann in Kunst investieren. Aber die Hälfte werden wir sicher investieren, und zwar in einen Prozess, mit dem wir auch mit den Leuten zusammenarbeiten. Wir werden diesen Zirkus ein bisschen risikoreich einladen, bei uns zu gastieren, zu trainieren und die Halle zu bespielen. Und wir gehen davon aus, dass auch andere Leute dann diese Halle benutzen können. Andere Aufführungen und so weiter. Musikzimmer gibt es immer in mehr Projekten. ABZ hat auch Musikzimmer. Mehrere Projekte. Kultur generell, ja, das hängt ein bisschen auch von der Bewohnerschaft ab, ob sie sich organisieren. Im Hartturm dauerte es, also im Kraftwerk 1 Hartturm dauerte es 15 Jahre, bis sich ein Chor gebildet hat, zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die dann eine Vernissage in einem Gemeinschaftsraum dann organisieren, oder früher auch Kinoabende und so weiter. Also, aber spezifische Kulturförderung, also in Mehrholzwohnen gibt es sehr viel Kultur, muss man sagen. Da gibt es diesen Opernsänger mit seinem Klavier und Koch-Dings. Das ist sehr, sehr sympathisch. Wirklich toll, was der anbietet. Aber er investiert auch viel, glaube ich. Da ein bisschen Mühe. Und dann gibt es auch die Großwohnungen oder Clusters. Von denen bekomme ich immer E-Mails, was für tolle Konzerte sie organisieren. Also, aber es gibt keine, ich weiß nicht, wohin die Frage zielt. Ich versuche jetzt so viel Kultur aufzuzählen wie möglich.
Aber es hängt halt auch von den Leuten ab, was sie selber organisieren. Und das kann schon auch sehr viel sein. Frau Stickler? Ich habe eine Frage. Wir errichten ja auch Gemeinschaftsräume, vor allem in betreuten Wohnen, also Wohnen für ältere Menschen. Wie schaffen Sie, dass diese Gemeinschaftsräume, die bei uns oft wirklich leer stehen oder wirklich sehr wenig genützt werden, nicht toter Raum werden, sondern auch belebt werden? Begleiten Sie das am Anfang oder wie schaffen Sie, dass Gemeinschaft zusammenkommt und sich dann auch weiter fortsetzt? Gute Frage. Ist tatsächlich auch unterschiedlich. Jetzt, wenn ich von Kraftwerk 1 spreche, sind in verschiedenen Projekten auch unterschiedlich, wie es genutzt wird. Aber es ist nicht, dass jetzt von der, sagen wir, von der Geschäftsstelle oder vom Vorstand, dass wir das irgendein Animationsprogramm machen oder so. Nein, das ist nicht die Idee. Was wir aber schon machen, wenn es nicht so gut läuft, versuchen wir, die Gemeinschaft ein bisschen zusammenzubringen. Sagen wir so, und dann werden sie auch die Gemeinschaftsräume nutzen mehr. Aber im Prinzip ja, ist das sehr, sehr unterschiedlich auch. Und auch saisonal und über die Jahre verändert sich es auch. Kommen mehr Kinder und dann die älteren Leute werden älter und so weiter. Demografische Entwicklungen. Wir haben auch ziemlich viele solche Gemeinschaftsräume. Und da gab es schon auch mal eine Phase, wo nicht so viel passiert ist. Was wir jetzt bei den Neueren machen, ist, dass die Bewohnenden ein Budget bekommen für die Einrichtung. Mussten wir auch rausfinden, wie viel kann man freilassen und was muss man doch selber vielleicht machen. Das heißt schlaue Bodenbeläge, Akustikdecken, eine Grundbeleuchtung. Am Anfang haben wir irgendwie gedacht, macht, das hat überfordert. Aber so das richtige Maß dann zu finden, dass die Leute, du hast vorhin das Wort Aneignung genannt, dass sie sich das aneignen können. Und das hilft sehr viel, dass die Leute das dann auch wirklich nutzen. Was auch bei uns sich Wert hat, ist, dass nicht zu viele Nutzungen stattfinden. Wir hatten in meiner Siedlung einen, da gab es dann einen Mittagstisch, tönt ganz toll, erstens für die Kinder und zweitens auch finanziell, die haben das, die ganze Küche eingerichtet, bis man dann gemerkt hat, ja, aber da müssen immer die Tische so und so stehen und die Siedlungsgruppe darf kein Sofa reinstellen, die Beleuchtung hat keine Atmosphäre. Manchmal sind es so kleine Sachen, die etwas ausmachen, bis hin zu, hat man einen Gastrogeschirrspüler oder steht man nach einem Fest noch 3 Stunden in der Küche? Ich glaube, es ist auch nicht, also es gibt, ich glaube, im Kraftwerk und auch bei Mehrheitswohnen so den Anspruch, das sind Räume, die sind vom Selbstverständnis her, die gehören den BewohnerInnen. Und die können da eigentlich auch tun und lassen, was sie wollen, mit natürlich bestimmten Regeln. Also es ist ja für alle da. Und das Zweite ist aber, dass es auch, ich denke, es sollte darüber hinausgehen. Das ist vielleicht das eine, was Philipp auch gezeigt hat, wo ich wohne, im Heizenholz, diese Gemeinschaftsterrasse. Das ist ja auch eine Gemeinschaftsfläche, das ist aber kein definierter Gemeinschaftsraum. Aber da findet die Begegnung und die Alltagsbegegnung statt. Über die Terrasse besuchen wir uns gegenseitig schnell. Und dann werden auch die Gemeinschaftsräume der Großwohnungen immer mal wieder zu allgemein genutzten Räumen, weil da die Tür offen steht oder weil die Kinder auch wissen, dass da der größte Spielplatz ist, wenn es regnet. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um, oder was wichtig ist, eben auch diese Grenzen so ein bisschen aufzuweichen, dass man sich versteht als Teil, also mir gehört das ganze Haus und in dem Haus habe ich verschiedene Orte, die ich verschieden nutzen kann. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und das hat damit auch zu tun, dass ich in meiner Wohnung vielleicht nicht alles habe, und auch ab und zu mal gezwungen bin, für bestimmte Dinge da rauszugehen und die woanders zu tun. Was dann wieder zu dem Thema Teilen und Suffizienz führt. Anders wäre jetzt meine Antwort gewesen. Wir haben im Zollhaus 2 Alters-WGs, die vom Prozess sehr langwierig waren, die alten Personen zusammenzubekommen, eine WG zu beziehen, weil das ist schon nochmal ein rechter Schritt. Aber die haben kein dezidiertes Gemeinschaftsraum oder keinen separaten Gemeinschaftszimmer. Es ist eine WG wie alle anderen, die ist relativ kompakt, hat ein paar mehr Nasszellen, aber die benutzen dann doch bitte den Gemeinschaftsraum, mit denen auch alle anderen mitnutzen. Und da können sie sich genauso integrieren. Also so anders sind die Anforderungen von denen jetzt nicht, dass man denen separate Infrastrukturen bauen müsste. Sie sind einfach Teil der gesamten Gemeinschaft und können
andere Sachen leisten, haben andere Verfügbarkeiten und Zeiten und Fähigkeiten, die sie sehr bereitwillig einbringen. Philipp? Ich wollte noch kurz ergänzen. Viele Räume oder Aktivitäten haben sehr oft eine Gruppe, die sich darum kümmert, eben Verantwortung auch übernimmt. Also wir nennen es immer AGs, Arbeitsgruppen, AGs. Man denkt nicht mal an die Arbeit in der Regel. Manchmal sind die Gruppen auch nicht so groß, aber es kümmert sich jemand drum. Es ist jemand verantwortlich und das gehört so zur Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Also eine AG, eben Gemeinschaftsraum, Gästezimmer, was auch immer, Außenraum, Konsumdepot. Es gibt immer eine Gruppe von Leuten, die sitzen dann auch irgendwo in den Gemeinschaftsräumen an den Abenden und diskutieren, haben ihre Sitzungen und bereiten vor und nach und so weiter. Das ist ein sehr wichtiges Element. Ich habe es mal in einer der vielen Folien, die Sie heute gesehen haben, versucht, ein bisschen aufzuzeigen und auch der Jonathan. Ja, es braucht einfach auch diese Spots, Pünktchen, die da zusammen sehr viel bewirken auch. Ich selber wohne in einem Haus, wo der Gemeinschaftsraum eigentlich idealtypisch ist, um zu zeigen, was darf nicht sein. Der Gemeinschaftsraum ist zwar ein großzügiger Raum, aber der ist so in Souterrainlage, ohne Anschluss an irgendeine hausinterne Frequenz, ohne eine automatische Begegnungsmöglichkeit von Bewohnern, auch keinen Anschluss an eine attraktive Zone wie zum Beispiel den vorgelagerten Grünraum oder die Dachterrasse und so. Ich denke mir, das sind eigentlich die Kriterien eigentlich relativ klar. Ja, es braucht die automatische Begegnung. Bei Fritz Matzinger zum Beispiel, einem oberösterreichischen Architekten, den wir schon mal mit Orte exkursiert haben, da ist der Gemeinschaftsraum im Grunde das gemeinsame Atrium in der Mitte aller durch das Atrium erschlossenen Wohnhäuser. Also das ist der Dorfplatz und da brauchst du dann keinen Gemeinschaftsraum mehr. Insofern, ich denke mir, Frequenz, Begegnung und auch die attraktive, sage ich mal, Ausstattung oder Programmierung, weil ein nackter Raum eben, wie Sie selber sagen, kann nichts. Beispiel Sargfabrik, ihr habt es wunderbar in der Miss-Sargfabrik gezeigt, der Gemeinschaftsraum ist zum Beispiel die Bibliothek, wo aber auch ein Kindergeburtstag gefeiert werden kann oder ein Konzert veranstaltet werden kann. Also ich denke mir, das Schlechteste ist der abgelegene, kahle Raum ohne jede Anschluss an irgendwas Attraktives im Haus oder an was Selbstverständliches im Haus. Und man sollte es nicht Gemeinschaftsraum nennen. Ja. Stimmt, bei uns heißt Cafeteria. Die eignet sich als Jugendräume, ehrlich gesagt. Was ich letztens in der Diskussion mit den Spezialistinnen von der ABZ tatsächlich noch gehört habe und spannend fand, war, ich glaube, die ABZ hat lange ihre Gemeinschaftsräume, nennen wir sie jetzt nochmal so dimensioniert, dass potenziell die gesamte Siedlungsbewohnerschaft in diesem Raum zusammenkommen kann, um ihre Siedlungssitzungen abhalten zu können. Und das eigentlich dazu geführt hat, dass die Gemeinschaftsräume zu groß dimensioniert waren und dass man davon jetzt abgekommen ist, oder? Ja, und noch mehr. Wir haben noch einige, die haben eine Bühne. Also halt in anderen Zeiten wurde Theater gespielt. Und waren das noch Räume mit Bühne. Aber du hast absolut recht. Wir haben neben diesen klassischen Gemeinschaftsräumen, die schon viele Namen hatten, von Siedlungslokalen über Koli. Ist so sexy, Siedlungslokal. Es ist alles sexy. Gehen wir jetzt eben über zu Projekträumen, Möglichkeitsräumen. Und dort lassen wir dann auch mehr Freiheiten zu für die Aneignung. Wobei sich beim Gemeinschaftsraum mit Bühne eigentlich der Kreis schließt zu eurem Theater. Ist so, aber eben eine Pointe sollte sein, ein zu großer Raum ist auch nicht zuträglich. Da verliert man sich und fühlt sich nicht mehr wohl. Theater hat nochmal ganz andere Geschichten. Das ist. Da war eine Hand oben. Ja, bitte, Robert. Dräng mich jetzt vor. Was ich natürlich gelernt habe, und das habe ich vorher schon gelernt in der Schweiz, ist, dieser radikale Liberalismus ermöglicht das natürlich. Der radikale Liberalismus ist natürlich auf der anderen Seite eine sehr strenge Marktwirtschaft, eine sehr drückender Kapitalismus, sage ich mal, oder so nehme ich das wahr. Aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Selbstverantwortung der Menschen. Das finde ich sehr bewundernswert. Das wäre so für mich der Sukkus, warum das ganz anders tickt wie bei uns und warum wir das bei uns so nicht zusammenbringen, glaube ich. Auch wenn wir Genossenschaften machen, es ist ganz mühsam, diese Artikulation, dieses Selbstverständnis rüberzukriegen. Ich möchte aber nochmal nachhaken bei der Radikalität, weil das, was ihr da macht, also typologisch, also Hallenwohnen oder das Clusterwohnen, das haben wir uns schon angeschaut, das bauen wir auch gerade. Und wir haben große Schwierigkeiten, das an die Frauen, an den Mann zu bringen. Also es werden normale Wohnungen gesucht. Und
das ist was, das ist sehr weit entfernt in Österreich von der Normalität. Also das traut sich niemand. Also unsere Bomberträger sagen dann, boah, die Wachfrage ist ganz anders, die Leute brauchen zwei Kinderzimmer. Und also diese übliche Antwort. Und habt ihr da, gelingt euch das? Wie gelingt euch das? Weil so eine Hallenwohnung, ich denke mal, wie kann man das, wie kann man da Leute finden, die drin wohnen? Ich weiß schon, dass ihr welche findet. Und die damit verbundene Frage, habt ihr als Genossenschaft, weil den Eindruck gewinnt man, eine Mission, da auch aufklärerisch tätig zu sein im Wohnbau? Wollt ihr Modelle zeigen, die es woanders noch nicht gibt? Ist das ein Thema im Genossenschaftswesen? Das habe ich noch nie gesehen in der Schweiz, aber... Bitte? Ui, war da, ich habe alles gehört, alles mit Video gehört heute. Wer möchte? Ich bin eine Nomade. Ich hab das also Hallen, kannst du vielleicht noch sagen, aber das ist ja genau das. Es reicht eben nicht nur, die Wohnung zu bauen, man muss sie auch betreiben können und vermieten können. Und da braucht es eben auch Leute, die diese Modelle entwickeln. Also ein Beispiel ist ja wirklich für diese Clusterwohnung das Vereinsmodell, was Kraftwerk 1 schon in der ersten Siedlung, die Leute, die dort eingezogen sind oder die Leute, die das Projekt gemacht haben, Andreas weiß das besser als ich, die haben das Vereinsmodell entwickelt und haben gesagt, wenn wir Großhaushalte vermieten, wissen wir aus unserer Wegeerfahrung, wir müssen unsere MitbewohnerInnen selber aussuchen können und gleichzeitig müssen wir den Verwaltungsaufwand für die Genossenschaft verringern. Also gründen die einen Verein, kann man in der Schweiz einfach machen, und man gründet sich schnell und dann mietet der Verein die Wohnung, die Genossenschaft hat nur eine Vertragspartnerin und die Leute können sich organisieren und das hat ein paar Hürden, aber das funktioniert. Und das Modell haben jetzt ganz viele andere Genossenschaften schon übernommen. Und dann kommt natürlich auch die Erfahrung der Leute, oder? Es braucht manchmal auch für Clusterwohnen Leute, die vielleicht Erfahrungen mit Großwohnformen schon mitbringen und die sich gewohnt sind, solche Prozesse zu organisieren, Gruppen zusammenzubringen. Es braucht immer ein, zwei Leute, die die Zügel in die Hand nehmen. Und dann vielleicht eine Genossenschaft oder eine Vermieterin, die unterstützt und sagt, komm, wir besuchen mal Leute, die schon zu wohnen, ihr könnt die mal fragen, wie es funktioniert, was die Schwierigkeiten sind. Das sind halt Prozesse, die dauern auch länger, das vermietet man nicht so schnell wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung und die brauchen auch Ressourcen und die muss man halt auch mit einplanen. Und dann gibt es ja schon viel, Hallenwohnen gibt es ja in Zürich schon lange, das ist ja nicht jetzt erfunden. Das ist jetzt das Gute, dass eine Genossenschaft das anbietet als Wohnform. Seit 1990 werden Besetzungen geduldet in Zürich. Seit 1990, da gab es eine, weiß nicht, wie das juristisch heißt, sicher kein Gesetz, aber es wird geduldet und Besetzungen sind möglich bis zu dem Tag, an dem die Bagger auffahren, die Baubewilligung erteilt und die Bagger auffahren. Und so lange können Besetzende in einem Gebäude bleiben, in einem Areal, was auch immer. Und es gibt immer zwischen 30 bis 40 besetzte Häuser. Man weiß, man sieht sehr oft nicht, hängen nicht überall diese Banner oder Transparente runter, sagen, ja, hier ist besetzt. Und das ist keine Besitzstörung, wenn ich fragen darf, rechtlich. Also das heißt, das ist keine Besitzstörung, das ist kein Rechts... Delikt? Wie gesagt, es ist kein Gesetz, oder? Sondern es ist eine... ich habe das Papier, aber ich weiß nicht, wie es juristisch heißt. Es ist geduldet, oder? Es wird nicht, es ist eine Praxis in Zürich, es wird nicht, wie die Besetzerbewegung immer sagte und immer noch sagt, keine Räumung auf Vorrat. Es wird nicht geräumt, bis gebaut wird. So. Und das ist auch sehr wichtig, das kommt in den Sinn, weil eben dieses Labitzky-Areal, das war zunächst legal, das gehörte einem Sexmagnaten, irgendwie, der hatte, weiß ich, viele, viele Salons und alles, und der ermöglichte alles in dem Areal, in diesem ehemaligen Farbenfabrik-Areal. Und ja, und er schaute immer ein bisschen, dass er die Miete nach oben anpassen kann, aber im Prinzip war da sehr viel möglich, oder? Das war ein sehr lebendiger Raum, da Koexistenz von allen möglichen Nutzungen. Und da entstand dieses Hallenwohnen. Und diese Leute, die da 14 Jahre oder mehr, 14 Jahre, glaube ich, die haben das ausprobiert und manche sind gekommen, andere gegangen, viele sind auch geblieben. Am Schluss war es eine Besetzung, weil dann die Baubewilligung vorlag
Verhandlungen und so weiter. Aber es ist ein wichtiger Teil auch der zürcherischen Kultur, diese Art von Freiräumen, die permanent eingefordert werden und die es immer wieder gab und wo man auch immer wieder denkt, jetzt ist aber fertig und dann gibt es doch wieder etwas. Und die Stadt, ein Teil ja, der Stadt Schapfa fördert das auch mit spezifischen Zwischennutzungen, in denen sehr viele Freiheiten möglich sind und die auch ökonomisch eben für Nutzende interessant sind, die sich etwas anderes nicht leisten kann. Da kann man kein Experiment machen, wenn man nur schon 100 Franken den Quadratmeter bezahlt. Vielleicht ist das auch noch mal eine Einordnung. Der Liberalismus, der in der ganzen Schweiz im Grunde System ist und die hohe Eigenverantwortung, ist nicht immer gepaart mit Progressivität. Also ich denke mal, Hallenwohnen in Appenzell-Innerrhoden wird kein Mehrheitsmodell sein. Ne? Also das haben ja auch unsere Gäste schon anklingen lassen, es fällt auseinander in ein ländliches und ein städtisches Schweiz und auch unter den Städten hat Zürich eine eher progressive Rolle. Vielleicht ist das sowas wie das Berlin der Schweiz und Wien ist halt vielleicht nicht das Berlin Österreichs. Ja? Aber ich denke mal, ja, es liegt dazwischen. Wobei, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen widersprechen. Also wir haben jetzt auch, es gibt immer mehr Genossen, also Bern fördert das. Auch da gibt es jetzt junge Genossenschaften, die neue Wohnmodelle ausprobieren, wo wir wieder lernen können. In Biel bewegt sich was. Ich kenne auch Wohnprojekte, wir haben auch schon ländliche Projekte betreut oder unterstützt. Die haben ein altes Hotel gekauft in den Bergen und haben jetzt Clusterwohnungen draus gemacht. Und das ist vermietet und funktioniert. Aber dann für ein urbanes Publikum oder wirklich für Leute aus dem ländlichen Raum? Ja, also gut, ein Teil wohnte schon da, ein Teil ist jetzt vielleicht zugezogen aus Städten. Dann vermischt sich das, aber die haben Kontakte vor Ort. Die sind bei der Politik vorstellig geworden, die wir sind willkommen. Also auch, ich denke, in ländlichen Gebieten stellt sich ja die Frage zum Teil auch, wie können wir Wohnraum schaffen für ältere Menschen, dass sie dort bleiben können. Wie können wir uns weiterentwickeln? Aber ich weiß auch von Leuten, die zu euch ins Zwickel gezogen sind, raus nach Dübendorf, weil sie genau die Wohnform wollten. Also wenn du die genau im Kern triffst, genau den Willen, wie sie jetzt genau ihre Lebensform, dann ist es auch ein Grund, in die Agglomeration zu ziehen, de facto. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, einerseits machen wir natürlich gerne Innovationen und Experimente, weil wir gerne anderen den Spiegel vorhalten wollen. Das ist sicherlich ein nicht zu missachtender Motivator, den wir da haben. Aber es ist auch nicht die Idee, dass man diese Wohnform dann auf einmal 100% baut, sondern man lernt auch von einem Extremfall wie dem Hallenwohnen für die stinknormale Durchschnittswohnung irgendwas, wo man doch ein bisschen mehr Aneignung bieten kann oder irgendwelche anderen Elemente übernehmen kann in das nächste Projekt. Also wir machen jetzt wahrscheinlich nicht nochmal Hallenwohnen, sondern überlegen uns was anderes oder lassen was davon einfließen ins nächste Projekt. Das ist einfach wert. Das ist in Zürich bei dem Druck und mit der Vielfalt, die wir haben und die wir auch ansprechen können, ist es einfach möglich, das zu machen. Und dann wäre es töricht, das nicht zu machen. Darf ich noch einen ganz anderen Aspekt ansprechen, den ich als Architekt natürlich auch wichtig finde? Da steckt ja ein hoher baukultureller Anspruch hinter diesen Geschichten. Also, und ich darf mich ja jetzt auch stark mit der Moderne auseinandersetzen, im Zusammenhang mit dem Weißen Hof. Ich meine, wie ist Architektur vorwärts gekommen, indem man sich über technologische, gesellschaftliche, politische, kulturelle Fragen unterhalten hat und aus den Veränderungen der Zeit versucht hat, neue Formen zu entwickeln? Und ich glaube, das ist auch nicht ganz unzufällig, dass wir uns wirklich bei der Architektur dann zum Beispiel extrem Mühe geben, dass diese Projekte auch reihenweise Architekturpreise gewinnen, auch weil es eben gute Architektur ist. Und da finde ich, dann gibt es auch noch so eine spannende Grenze, kam auch mit einem Satz vor heute, beim Kraftwerk gab es eine große Diskussion beim ersten Projekt, muss das jetzt Selbstbau, gebastelt, farbig, was auch immer aussehen? Und das war ein harter Entscheid am Schluss zu sagen, nein, wir wollen ein starkes Haus, das in diesem Industrieareal im Innern zwar viel zulässt, aber nicht so Mickey-Maus-mäßig das dann auch gegen außen zeigt. Also ich finde, da steckt auch ganz viel drin, sich wirklich über Architektur Gedanken zu machen. Und da haben wir uns zum Beispiel auch häufig dafür eingesetzt, dass die Architekten auch eine ganz wichtige Rolle spielen können in diesem Prozess. Also die sind auch ernst genommen in ihrer Professionalität. Wir haben zum Beispiel gesagt, Farbkonzepte oder solche Dinge, die werden explizit nicht partizipativ diskutiert. Das ist der Freiraum des Architekten, der auch Teil dieses partizipativen Prozesses ist. Und die Decken sind Sichtbeton, Punkt, fertig, aus, Amen. Also verstehen Sie, was ich meine? Also dass man diese Dinge eben auch wirklich im Sinne einer Avantgarde, und das war ja das Rote Wien, auch mal in den 20er Jahren,
als baukulturelle Leistung weiterentwickelt. Bitteschön. Ja, mich würde als Architekt noch interessieren, Sie haben erwähnt, dass in den Projekten den privaten Einheiten eigentlich keine Freibereiche zugeordnet sind. Also es gibt keine Balkone oder Loggien, Eigengärten, wie auch immer. Wir haben jetzt in Wien im Zuge der Pandemie erlebt, dass halt aus den dicht verbauten gründerzeitlichen Stadtbereichen die Bewohner richtig abwandern in diese Neubauviertel, die eben genau diese Qualitäten bieten, Balkone, Loggien, Freiräume zu den einzelnen Wohneinheiten. Denken Sie, wird das auch in Zukunft noch haltbar sein oder wie hat die Pandemie da jetzt dann in diese Bereiche dann in den Gedanken dann mit reingespielt oder kann man das in Zukunft noch so halten? Da wage ich jetzt keine Aussage. Also wir haben das zweite Haus, beim ersten Haus gibt es Loggien und Balkone aus Lärmgründen, aber nur aus denen, mit Ausnahme der Clusterwohnungen. Beim Zollhaus haben wir verzichtet aus Gemeinschaftsdruckgründen. Wir wollen die Leute zusammenbringen. Balkone sind auch nicht günstig. Die kann man sehr gut wegsparen. Also erstmal ein einfach wegzusparendes bauliches Element schlichtweg. Und wir haben fantastische Dachterrassen, wie die kein anderer da hat in dem Umfeld. Die soll man dann auch bitte nutzen. Und dann konzentrieren wir einfach unsere Investitionen lieber auf die Gemeinschaftsflächen. Das ist einfach unsere Grunddevise. Aber da würde ich eigentlich gerne lieber ans Kraftwerk übergeben und das neueste Projekt, wo es nämlich genau eigentlich ein Projekt gab ohne Außenräume und dann wurden diese Balkone wie noch gefordert und nachträglich ergänzt. Also es gibt schon, es ist schon ein Zankapfel, das kann man sagen. Ja, also du sprichst was Wichtiges an. Ich glaube, bei mehr als Wohnen, obwohl eben diese 13 Bauten, die sind so unterschiedlich, dass es nicht ganz eindeutig ist, warum gewisse beliebter sind als andere. Aber tendenziell ist schon auch die Rückmeldung, zwei haben keine privaten Außenräume, der fehlt. Und zum Beispiel jetzt die ABZ mit diesem Hochhaus, kann man sagen, irgendwie möchte man auf 80 Meter, da windet es ja relativ stark. Und trotzdem, wir haben uns lange, da warst du auch dabei an einem Workshop, wirklich darüber unterhalten, was braucht eine gute Wohnung auch in einem Hochhaus. Und das ist zum Beispiel auch beim Alterswohnen so, viele sitzen gar nicht auf diese Balkone, aber man kriegt sie nicht vermietet, wenn man sie nicht hat. Und drum leite ich gerne zu dir über. Also ja, wir haben es im Koch tatsächlich versucht, möglichst viele Gemeinschaftsflächen, eben diese Öffnungen der Höfe und so weiter und ohne Balkone. Und dann kam ein Riesenprotest. Das geht nicht. Und ja, es waren vielleicht auch eine spezifische Klientel, die das nicht wollte, aber es steigerte sich irgendwie zu einem Mehrheitsding. Und dann ließen wir die Architekten rechnen, oder? Was heißt das? Dann machten sie zuerst umlaufende, völlig um das ganze Gebäude herumlaufende Balkone. Jetzt sind wir am Schluss bei. Also der Kompromiss war ja, dass man Fenster ganz öffnen kann bis an den Boden und dann so die Wohnung wird dann zur Loggia quasi. Das war so am Anfang die Idee. Und jetzt haben wir, glaube ich, 60 cm pro Wohneinheit, mindestens diesen 60 cm tiefen Balkon. Aber da kann man zu zweit sitzen, man kann frühstücken, man kann rauchen, die rauchen. Oder Weinflaschen rausstellen, damit es nicht stinkt, oder etwas trocknen lassen. Also es hat schon auch viele Funktionen, so ein Balkon. Und darum machen wir das jetzt. Aber man kann es natürlich auch anders denken. Oder im Zwicky haben die Balkone ja auch Funktionen. Und da haben wir extra zum Beispiel auch oft nicht definiert, was ist jetzt gemeinschaftlich genutzt, was ist die private Ausfläche, das geht so ineinander über. Das produziert Reibungen, das schafft aber auch Nachbarschaften. Das ermöglicht auch informelle Wege. Also da laufen Balkone zum Teil durch als Laubengang und erweitern sich vor den Wohnungen. Aber es gibt eine Verbindung. Es gibt Verbindungen zwischen den Häusern. Und gerade an so Orten wie jetzt im Zwicky Süd, wo rundum wirklich ein sehr harter Ort ist mit viel Verkehr, stark befahrenen Straßen, ist es zum Beispiel für Kinder extrem wichtig, diese informellen Wege und Verbindungen. Und die funktionieren halt auch über Balkone und Laubengänge. Also ich glaube, man muss auch immer überlegen, wofür sind die da und was bringen die vielleicht noch, können die auch zusätzlich noch was bringen, als einfach der private Außenraum. Und selbst der hat ja Funktionen. Ich sehe meine Nachbarn. Also
ich glaube, man kann das nicht so pauschal beantworten. Ja oder nein? Weitere Fragen? Ich komme gerade von Südtirol, von Bozen, und da haben wir das grüne Haus besucht in der Drususallee. Das sind so wellenförmige Balkone, wo man nicht nur, also die haben drei Seiten, diese Wohnungen, und man kann zum Beispiel vom, nicht nur ins Obergeschoss, ins Übernächste auch noch, weil die Wellen eben verschieden gehen. Es sind reine Kommunikationsbalkone, die jetzt in der Pandemie sehr viel genützt wurden, weil die Grünflächen nicht so extrem groß sind. Es gibt auch einen kleinen Kinderspielplatz, aber die Balkone sind eigentlich das Hauptgrün. Sie sind nicht nur grün gestaltet, sondern auch sehr groß und ja, also ein wichtiger Kommunikationspunkt. Und eine Frage habe ich auch noch. Wie sieht es aus mit Gastronomie, Wirtshäusern? Wer hat keine Gastronomie, fragen wir so. Gastronomie muss. In Zürich eh, wo immer alle Restaurants ausgebucht sind. Guten. Die guten, unsere. Nathanael, wie hoch ist der Gastroanteil in euren Bauten? Relativ klein, weil wir sehr viele Bauten haben, aber ja, wir haben. Der Aufwand ist sehr hoch, bis man jemanden, einen Betreiber hat, der auch passt sozusagen aufs Areal. Wir haben auch gemerkt, also normalerweise quasi vermietet man das in Rohbaumiete, dann kriegt man es schon gar nicht los. Man muss wirklich auch als Genossenschaft selber investieren. Hat den Vorteil, dass wenn so ein Betrieb dann trotzdem Konkurs geht, dass einem die Küche gehört und man schnell den nächsten haben kann. Ja, einziehen lassen kann. Wir haben einen Standort am Stadtrand, das läuft seit Jahrzehnten einfach nicht, mit einem Betreiber nach dem anderen. Und in den städtischen Arealen haben wir auch mit dem Bonheur ein Vorzeigelokal. Jedes Mal, wenn irgendetwas mit einer Terrasse ist, ist sicher ein Foto davon in der Zeitung. Also sehr, sehr wechselhaft. Wir hatten jetzt den Vorteil in der Pandemie, dass wir dafür relativ wenig Ausfälle hatten. Da kann mehr als Wohnen, glaube ich, eine andere Geschichte erzählen. Ja, die Ausfälle kennst du besser als ich, aber ich glaube, da muss ich nichts hinzufügen. Gastro ist wichtig, aber kostet meistens. Es gibt auch Ausnahmen. Aber wenn es läuft, also wir haben Umsatzmiete drin bei unseren Gastromietenden, und wenn es dann läuft und bei uns läuft, dann schenkt es auch ordentlich ein. Kann auch funktionieren. Sehr charmant, für alle, die es nicht wissen, ist das Modell, das die Sargfabrik macht, finde ich total nett immer noch. Man will eine Gastronomie für die anfänglich 100 Wohneinheiten, das trägt sich aber nicht, im Umfeld gibt es aber auch nichts, das heißt, eigentlich brauchen wir eine Gastronomie, um uns wohlzufühlen, und wir machen eine Basisfinanzierung für den Gastronomen über die Betriebskosten, wenn ich das halbwegs korrekt... Man muss einmal was vorschlagen und die anderen müssen dann dagegen sein. Man muss ja nicht immer gleich Applaus kriegen dafür. Aber ich finde es total charmant, solche Lösungen zu haben. Und damit, es ist auch eine Art Gemeinschaftseinrichtung, aber halt eine sehr hochstehende. Ute, du wolltest noch was sagen? Ich habe eigentlich zwei Fragen. Und zwar die eine bezieht sich auf den Prozess der Aneignung. Das ist jetzt von ein paar Leuten gekommen. Und Aneignungsprozesse, gerade der Selbstbau, ja, kriegen oft die Dynamik von Eigentum. Ja, ich habe mir was angeeignet und das lasse ich dann nicht mehr los. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch sind diese Belegsvorschriften, und wenn man gegen die dann verstößt, ist man ja eigentlich in eine Flexibilität gezwungen, und über Prozesse der Aneignung habe ich diese Flexibilität dann eigentlich schon durchbrochen, weil ich in so einer Eigentumsdynamik drin bin. Das ist so das eine, wie ihr damit umgeht, und das zweite, was ich, also es gibt so Grätzelgenossenschaften, die sich bilden, und zwar in unterschiedlichen Ausprägungen. Zur Verwaltung in einem Quartier von Gemeinschaftseinrichtungen bis hin zur Serviceübernahme von, was weiß ich, Backern, bis hin zu geldwerten Angeboten. Ja. Und die eine Folie von Herrn Klaus, glaube ich, der sie gebracht hat, war dieser Prozess der Selbstorganisation, der unterstützt wird durch eine Geschäftsstelle. Das kommt mir vor wie ein bisschen so eine Grätzelgenossenschaft. Die muss ja dann auch finanziert werden. Welche Arten gibt es und wie finanziert ihr das, um das auf den Punkt zu bringen?
Zu Frage 2 gleich du, Philipp. Und zu Frage 1 vielleicht Jonathan? Ja, also, ja, diese Unterstützung funktioniert im Sinn, also aus der Gemeinwesenarbeit. Also, wir stellen jemanden an, der regelmäßig hinfährt und mit den Leuten spricht und das tatsächlich animiert. Ja, das kostet etwas, das sind Arbeitsstunden und gibt es Präsenzstunden oder Präsenzhalbtage, man kann kommen und auch Fragen stellen und so weiter, weil ja, es funktioniert nicht überall genau gleich. Ja, die Kulturen sind ein bisschen auch unterschiedlich so vom Zusammenleben. Ja, das ist die Genossenschaft. Also das gehört zur Verwaltungs Budget. Wie schaut das aus mit Aneignung und dann doch eine sehr starke Identifikation bis hin zu eigentumsähnlichen Gefühlen zu entwickeln? Also, hast du richtig gesagt, wir haben strenge Belegungsvorschriften. Und es ist so, wenn die Belegungsvorschriften nicht erfüllt sind, wird man wieder darauf hingewiesen und hat ein Jahr lang Zeit, das zu beheben. Beheben heißt, man lacht sich wieder jemanden an oder lässt wieder jemanden einziehen, also dass die Belegungsvorschriften wieder erfüllt sind. Oder man zieht in eine kleinere Wohnung oder man zieht aus. Und das ist von Anfang an sehr klar und strikt kommuniziert und damit wissen alle Leute, worauf sie sich einlassen. Beim Hallenwohnen ist es natürlich noch herausfordernd, jetzt bei so einem extremen Aneignungsverfahren, der dort stattfinden muss eigentlich, weil die Wohnung sonst noch nicht bewohnbar ist, ist auch klar, die Devise rechnet die Investitionen ein, amortisiert die über eine gewisse Laufzeit, die ihr für realistisch erachtet. Seid euch dessen im Klaren. Ihr dürft keine Ablösesumme für eure Einbauten verlangen, wenn ihr wieder auszieht. Wenn die Nachfolge das übernehmen möchte, dann noch so gern. Wir möchten ja nicht noch mehr graue Energie erzeugen, aber es darf einfach kein Geld fließen dafür. Das heißt, es muss im Zweifelsfall wieder zurückgebaut werden. Und entsprechend gibt es natürlich einen Anreiz, das langfristig zu betreiben, langfristig Mietende zu bleiben und dergleichen. Und Gemeinschaftsflächen, das ist dann eine andere Form. Also ich meine, da bilden sich nichtsdestotrotz Gruppen und haben gerade gemeinsam innerhalb von 2 Tagen einen wahnsinnigen Sandkasten gebaut auf Rollen, weil sie es jetzt wollten. Und der wird jetzt auch da stehen bleiben, wenn die wieder ausziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und Bilder an die Wand hängen, das kann man auch wieder schnell wieder wegnehmen. Also gibt es einfach unterschiedliche Maße und Grade der Aneignung. Für alle, die das nicht wissen, weil ich nicht weiß, wie weit das überhaupt von euch nicht als Selbstverständlichkeit gar nicht betont wurde. Belegungsvorschriften heißt, man kann nicht in einer dieser Baugruppen oder auch Genossenschaftswohnungen sozusagen mit einer dreiköpfigen Familie in eine Dreizimmer- oder Vierzimmerwohnung einziehen und dann plötzlich ist man nur mehr einer, dann verwirkt man quasi das Recht, diese große Wohnung zu nutzen. Wie weit geht das in der Schweiz? Ist das zum Beispiel bei euch, bei der ABZ auch? Gibt es auch sowas? Ja. Ja. Unbedingt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Betrifft das den gesamten genossenschaftlichen Bereich oder geht es sogar noch weiter im Mietbereich? Also die Stadt Zürich hat auch solche Vorschriften. Und leider darf man sagen, vielleicht auch mal aus Sicht des Dachverbandes, dass nicht alle Genossenschaften da mitmachen. Wir finden, es ist wichtig, auch eben wir sind gefördert, auch wenn nicht groß subventioniert, dass wir dieses gute, aber günstige Gut Wohnen möglichst gut nutzen und die Belegungsvorschriften dienen dazu. Wir haben auch immer wieder die Diskussion über Einkommenslimiten. Dagegen wehren wir uns zum Beispiel sehr stark, weil wir irgendwie sagen, es darf nicht vom Geld abhängen, ob ich so wohnen darf, weil es ist eben mehr als nur eine günstige Wohnung. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele gehört, wo es eben über das Zusammenleben, die Zusatznutzungen, die Gemeinschaft geht und auch jemand, der mehr verdient, soll doch so wohnen können, auch dessen Kindern sollen so aufwachsen können. Aber ganz klar, nur wenn man mehr Geld hat, kann man nicht mehr von diesem Wohnraum bekommen. Drum, ja, ganz ein wichtiges Element. Und wenn ich fragen darf, wie managt ihr das? Von Philipp Klaus haben wir gehört, ihr habt eine Veränderungskonferenz gemacht. Wird auch bei euch moderiert oder wie schaut das aus, wenn jetzt klar ist, da ist ein Vier-Personen-Haushalt auf eine Person geschrumpft, wohnt aber auf 100 Quadratmeter. Wie tretet ihr da in Aktion oder wie läuft das? Beides. Also unsere Bewohner müssen das melden. Das kann sogar zu einem Ausschluss führen, wenn man sich futiert. Umgekehrt
kontrollieren wir das periodisch. Das ist etwas vom Wenigen, was wir auch kontrollieren können über das Einwohnerregister. Und dann gilt das auch wieder 2 Jahre und ein kleineres Angebot. Und das muss man annehmen. Und das ist natürlich dann auch wieder toll beim gemeinnützigen Wohnungsbau mit der Kostenmiete, wenn man jetzt 20 Jahre lang in der Familienwohnung gewohnt hat und umzieht in eine kleinere, dann ist die nicht plötzlich wie auf dem freien Markt sogar noch teurer als die alte Wohnung und wieso sollte ich umziehen? Die wird nach dem gleichen Kostenmietmodell berechnet und ist entsprechend deutlich günstiger. Aber das heißt, diese eine Person hat im Grunde 2 Jahre Zeit, sich innerhalb der Genossenschaft für eine neue, freigewordene, kleinere Wohnung zu entscheiden. Die bekommt Angebote. Angeboten, ja. Das heißt, das ist in Österreich unvorstellbar. Da hängen ja die ganzen Erinnerungen dran an und so weiter und so fort. Und das Kind kommt ja auch mal zu Besuch nach Hause. Das will sein eigenes Zimmer wieder haben. Also das wäre in Österreich ein größerer Erdrutsch, wie man jetzt sagt, Benzinpreis 5 Euro. Ja? Also ich glaube, da würden sich die Österreicher eindeutig fürs teure Benzin entscheiden. Aber das ist, finde ich sensationell. Das ist, glaube ich, wie Jonathan gesagt hat, man weiß es beim Einzug. Das muss immer kommuniziert werden. Man kann auch profitieren. Also wir wohnen im gleichen Haus, ein Stock höher und 2 Zimmer größer als zu dem Zeitpunkt, als wir eingezogen sind. Und in dem Moment, wo man da sich vergrößert, weiß man im Hinterkopf, hey, und wenn die Kids dann ausziehen, dann geht es in die andere Richtung. Jetzt muss ich aber fragen, Härtefall sozialer, eine Frau wohnt seit 40 Jahren in einem Quartier, sind mal die Kinder raus, dann sind sie innerhalb des Quartiers umgezogen, aber sind die nachbarschaftlichen Beziehungen weiter aufrechterhalten worden, dann stirbt der Mann und jetzt ist sie alleine und im Quartier ist aber keine so kleine Wohnung frei. Was passiert dann? Drückt man ein Auge zu oder sagt man, liebe Frau, 35 Quadratmeter pro Person, 2000 Watt? Also ich glaube, man kann alles mit extremen Fällen ad absurdum führen und ich glaube, wir nehmen uns dann immer noch ein Augenmaß raus. Okay. Ja, und außerdem macht die ja eine WG, die nimmt sich einen jungen Mitbewohner rein, der die Wohnung putzt, die große, und einkauft. Wird dann auf diesen Veränderungskonferenzen. Bei den Klischees zu bleiben. Und manchmal hilft der Aufzug, ganz einfach. Und das ich glaub, ist schon sehr erstaunlich. Wichtig für die Anmerkung ist auch eben, das ist das, was Andreas vorhin gesagt hat, in den Kraftwerkprojekten, die ich begleiten durfte und auch bei Mehrzwohnen, wir diskutieren nicht über die eigene Wohnungsausstattung oder über Farbe an den Wänden, sondern die Wohnungen haben gleiche Standards. Sie sind natürlich unterschiedlich, aber das ist so, du wohnst in dem Raum, den du brauchst und es ist auch nicht immer nur lästig, den zu wechseln. Also das muss man auch mal sagen, weil eben, wenn ich nicht mehr viel Platz brauche, dann ist doch viel besser, wenn ich viel weniger putzen muss. Also ich glaube schon, es gibt beide Aspekte. Aber da haben die Schweizer offenbar ein anderes Sensorium als die Österreicher. Also jemand, der sagt, eigentlich ist meine Wohnung viel zu groß, den kenne ich eigentlich nicht. Ja, aber wir haben ja schon über den Trigger von der Ökologie gesprochen. Und ich glaube, der zieht bei den Leuten, die jetzt in unseren etwas extremeren Genossenschaften wohnen, schon noch ein bisschen mehr. Dass man das mitdenkt und auch sieht, dass man da jetzt nicht gerade das ökologisch das Beste macht, so viel Quadratmeter zu besetzen. Weitere Fragen? Bitteschön. Ich hätte eine Frage zu der Architekturqualität und eine Verständnisfrage, weil Sie haben vorher gemeint, also beim Kochareal zum Beispiel, ist ja zuerst das Konzept von der Stadt quasi vergeben, also an die Genossenschaften vergeben worden. Und sind Sie dann verpflichtet gewesen, einen Architekturwettbewerb auszuschreiben? Weil das ist sowas, was ich mir einfach denke, ich war lange als Architektin in der Schweiz tätig und ich verstehe einfach nicht, wieso man in Österreich nicht zu der Architekturqualität kommt. Also das finde ich einfach, ja. Ja. Also die Stadt Zürich hat ganz subtile Mittel. Ganz klar, auf Baurechtsland sowieso muss man einen Wettbewerb ausloben. Das höchste der Gefühle ist, dass man das dann noch vielleicht mit Präqualifikation macht und es ist auch anonym. Aber auch auf eigenem Land ist zwar keine Pflicht, aber sie kriegen einem doch so weit, dass man mindestens einen Studienauftrag macht. Umgekehrt sehen Sie das genau richtig, es ist die Chance, zu guten Lösungen zu kommen. Man kann da noch drüber streiten, ich glaube, da sind wir uns auch nicht ganz einig. Wir haben gehört, hey,
ganz viele Projekte, das ist toll und da kommt sehr vieles, woran man nicht gedacht hat. Wir als ABZ, wir haben am liebsten Studienaufträge, laden 8 Büros ein, 2 davon auch sehr gern junge Unbekannte, über einen 2-stufigen Prozess mit Zwischenbesprechung und haben dann am Ende wirklich eine Auswahl, wo man bei mindestens 3 wirklich sagen kann, hey, das sitzt. Und wenn ich meine, das sitzt, dann reden wir schlussendlich auch über eben kostengünstige Wohnungen. Das geht über den Quadratmeter, den man entweder verschleudert oder eben nicht für diese Wohnung, über den Wohnungsmix, den man bestellt. Und mit diesem Verfahren kommen wir dem eigentlich immer sehr, sehr nah. Geht dann auch weiter über den Bauprozess. Auch da sind wir wieder sehr unterschiedlich unterwegs. Das ist auch spannend auf dem Koch-Areal. Am Anfang waren wir wie parallel, haben vor, dass wir die Wettbewerbe ausgeschrieben haben, gemeinsam einen partizipativen Prozess auch mit der Stadt Zürich gemacht und Elemente jeweils in unser Wettbewerbsprogramm. Ich habe den Eindruck, ihr als Kraftwerk habt nachher eigentlich fast noch mehr zugelegt und wir haben gesagt, so, das ist es jetzt, machen wir den Wettbewerb und da dann eigentlich ein Produkt, wo wir sehr schnell auch einen Generalunternehmer einbinden konnten. Wir hatten schon vor unserer Generalversammlung, konnten wir sagen, was uns dieses Hochhaus kostet. Das sind so Fragen, eben wie definiert man seinen Auftrag? Wir als Große suchen auch sehr hohe Qualität und sehr viele Zusatznutzungen und dennoch aber, wieso die Verantwortung, so günstig zu bauen wie wir, das kann aus der Struktur sonst keiner praktisch mit der gleichen Qualität und darum sind wir da pragmatischer unterwegs. Du hast jetzt das Schlusswort, Andreas. Nein, ich hoffe, ich habe das Schlusswort. Ich will nur noch etwas zum Verständnis ergänzen, weil ich kenne die beiden Systeme. Also hier läuft die Konzeptvergabe ja so, dass ihr euch mit der Architektur schon bewerbt und mit einem riesigen Nachhaltigkeits- und Schlüssel, oder? Und das, glaube ich, ist keine gute Idee. Bei uns läuft es so, dass du mit der Idee das Grundstück bekommst und dann verpflichtet bist, einen Architekturwettbewerb zu machen. Das ist der große Unterschied. Also es geht aber noch weiter. Also es gibt so sogenannte qualitätssichernde Verfahren und es gibt baurechtlich wie Möglichkeiten, mehr rauszuholen, mehr Ausnutzung, höher zu bauen, wenn man so ein qualitätssicherndes Verfahren beschreitet. Sei es der Wettbewerb, sei es eine Begleitung durch das Baukollegium oder andere Gremien, die dich dann an die Hand nehmen. Und so kannst du dann eigentlich durch eine Qualitätssicherung gleichzeitig aber auch irgendwie was mehr rausholen, was einfach als Anreiz natürlich super funktioniert. Also das, was Andreas gesagt hat, das ist wirklich auch für uns der Idealfall. Und das ist wirklich jetzt Zufall, dass die ABZ gerade hintereinander 2 Baurechte der Stadt mit einem Team für sich entscheiden konnte. Das andere ist das sogenannte Hartum-Areal. Da wird nämlich ein Stadion entstehen. Es gibt einen Investor, der 2 Hochhäuser baut, um das Stadion zu finanzieren. Und wir als Genossenschaft, weil es auch noch einen Teil Gemeinnützigen braucht. Und dort war es eben so wie jetzt in Österreich, dass man eben schon als Bauträger mit einem Projekt. Und wir haben ein tolles Büro, ein schönes Projekt, aber wir sind überzeugt, es hat nicht die Qualität, wie wir auf dem Koch-Areal entwickeln konnten, wo wir selber dann ja aus 10 Projekten erstens eine Bestellung formulieren konnten und aus 10 Projekten das Beste auswählen. Und darum favorisieren wir wirklich dieses Schweizer übliche Konzept Wettbewerb, wo man sich als Bauträger und als Grundidee bewerben kann. Ich sage herzlichen Dank für die interessante Diskussion, für Ihre spannenden, inspirierenden, interessanten Vorträge. Auch dafür, dass ihr die weiten Wege nicht gescheut habt. Es war wirklich, wie immer, muss ich sagen, extrem interessant für uns aus der Schweiz zu hören, was ihr so macht, was ihr euch traut und was ihr konsequent auch oft durchzieht. Danke für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Beiträge. Das nächstjährige Thema steht bereits fest, ganz in deinem Sinn, Andreas, Städtebau statt Wohnbau. Die Frage ist, warum heißt dann noch Wohnbaudialog, aber über das können wir noch sprechen. Jedenfalls
Jedenfalls auch danke nochmal an Orte und an Alpenland für diese Initiative, die, denke ich mir, für Österreich, für Niederösterreich sehr wichtig ist. Ja, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke.